Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute natürlich wieder Low Carb was machen. Diesmal ist es aber mit Gluten. Also wir machen heute nur Low Carb. Das wird ein kleiner Auflauf, verhältnismäßig simpel und einfach. Und als allererstes müssen wir uns den Backofen anmachen. 170 Grad Ober-Unterhitze bzw. Umluft. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Jingle und dann geht los. Also neulich habe ich es vergessen zu sagen. Ich sage es jetzt gleich am Anfang, damit ich es nicht vergesse. Unten in der Description Box findet ihr eine Einkaufsliste. In dieser Einkaufsliste steht das komplette Rezept drin. Einfach runterladen, ist eine PDF, funktioniert auf jedem Rechner. Also, das haben wir. Wir gebrauchen eine Paprika, ein bisschen Tomaten, ich gucke gleich mal, wie viel das ist, können auch ein bisschen mehr werden, je nachdem, wie wir gleich Bock haben, und ein bisschen Lauch, wird vielleicht auch mehr, ich gucke das gleich mal so in der Schüssel, wie viel das ist. Und ich werde jetzt als erstes erstmal meine Paprika klein schneiden. Ich schneide mir als erstes hier erstmal meine Paprika auf und dann schneide ich die halt gleich in kleine Stücke. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Doch, ich sehe die gelbe Paprika. Ja, ich schneide mir hier gerade so ein bisschen, ich schneide das jetzt einfach mal einen Streifen runter. So. Und dann mache ich da gleich kleine Würfel draus. Und die kann ich dann eigentlich gleich auch schon in meine Schüssel tun. Gelbe Paprika sind fertig. Genau, gelbe Paprika habe ich jetzt in mundgerechte kleine Streifen geschnitten. Jetzt nehme ich mir so ein bisschen Tomate und schneide mir die klein. Die muss ich aber noch mal kurz eben waschen. Weitermachen. Weitermachen. Sie sind schon gewaschen, hat die Chefin gerade gesagt. So, dann schmeiße ich die da auch immer mal gleich so mit rein. Ich viertel die hier so und dann tue ich die hier rein. Es ist ja bei uns hier jetzt demnächst Wochenende. Ich weiß noch gar nicht, wann dieses Video hier kommt, aber es dauert nicht mehr lange. Am Wochenende machen wir natürlich immer irgendwelche Sachen draußen halt auch. Das heißt, wir kochen auch wieder draußen. Ich freue mich schon. Ja, ich auch. Ist immer eine schöne Aktion, draußen was zu machen. Wir haben einen Tomahawk Steak. Das ist schon gekauft, liegt schon in Grömitz im Kühlschrank. Das erwartet uns. Das werden wir schön zurecht machen. Dann bin ich am Überlegen, ob ich nicht wieder so eine American Chicken mache. Das habt ihr zwar noch nicht gesehen, das ist noch nicht veröffentlicht, ist aber schon im Kasten und ist auch schon geschnitten. Ich habe aber noch keinen Sendetermin. Das dauert noch zwei Wochen vielleicht. Ich habe mir ein anderes Gewürz besorgt. Das ist so ein bisschen Indian-Style. Ich bin mir überlegen, ob ich dieses Chicken nochmal mache mit diesem Chicken-Style. Unter anderem habe ich heute eine Gewürzmischung gesehen mit Mango drin. Finde ich natürlich auch sehr interessant. Meine Frau kriegt schon lange Ohren und der läuft auch schon das Wasser aus dem Mund. Ja. Mango ist natürlich auch ganz geil. Ja, ich auch. So, jetzt wasche ich mal eben schnell hier mein Frühlingszwiebel und dann geht es gleich weiter. So, ich habe meinen Frühlingszwiebel jetzt schon gewaschen. Jetzt schneide ich mir die eben runter. Man kann natürlich auch variieren. Man kann natürlich jederzeit auch eine Zucchini nehmen anstelle von der Paprika. Oder grünen Spargel da reintun. Wir haben hier auch noch Champignons liegen, wir waren uns noch gar nicht so sicher, was wir da alles reintun wollen. Also man kann mit dem Gemüse natürlich auch variieren und bekommt immer andere Variationen. So kann man auch jede Woche das zum Beispiel machen und hat jede Woche aber eine etwas andere Geschmacksrichtung. Ich muss hier mal ein bisschen weitermachen nebenbei, damit wir hier auch mal fertig werden. Mein Backofen ist nämlich auch gleich vorgeheizt und den würde ich natürlich auch nicht endlos lange hier laufen lassen. Für nichts, weil kostet ja auch Geld. Das sieht gut aus, genau. Und jetzt machen wir den Teig dafür. So, wir brauchen jetzt ein Eiweiß. Das Eigelb
damit mache ich nachher was anderes. Ich trenne das mal eben schnell. Wunderbar. Und noch zwei Eier dazu. Frische Eier vom Hof, ne? Frische Eier vom Lande, frisch vom Hof, genau, gibt's jeden Samstag bei meiner Mutter frisch geliefert. Ich habe hier so ein Naturprotein vegan. Nein, ist das vegan? Nein, das ist nicht das vegane. Da ist Milcheiweiß drin. Das ist aber sehr schön. Das geben wir dazu. Und noch 50 Gramm Mehl. Also Mehl, wie das halt so in Deutschland ist, ne? Nix Mehl. Doch, wir haben Mehl. Kein Problem. So, dann tun wir da mal ein bisschen Mehl dazu. 50 Gramm Mehl gebrauchen wir. Wunderbar. Passt. Ich habe jetzt genommen ein 6,30. Das heißt, eventuell muss ich ein bisschen mehr Flüssigkeit reintun. Weil diese hochwertigen Mehle verbrauchen ja schon ein bisschen mehr an Flüssigkeit. Aber das kriegen wir schon in den Griff. So, ein bisschen Salz brauchen wir auch natürlich. Ein bisschen Pfeffer. Schatz, wir müssen Pfeffer kaufen. Weil der ist fast leer. Ja, kann ich ja auch machen, ist ja kein Problem. So, dann habe ich, ja so ein Gewürz von so einem Hamburger Starkoch. Der hat so einen Shop, da gibt es viele gute Gewürze. Das verwende ich momentan halt ganz gerne. Davon tue ich ein bisschen was dazu. Man kann da natürlich auch Paprika und alles, was einem so einfällt an Gewürz, da mit rein tun. Ich find's halt, bin halt ein bisschen faul ab und an und nehme das natürlich gerne. Und jetzt müssen wir da noch ein bisschen Flüssigkeit in den Teig haben. Und dafür tun wir da jetzt 20 Milliliter Mandelmilch hinein. So, damit sind wir schon mal ganz gut aufgestellt. Jetzt muss das Ganze verrührt werden. So, ich verrühre das jetzt mal eben schnell und dann wird das ein schöner Teig werden. Ich sehe aber schon, es fehlt an Flüssigkeit. Ja, das kriegen wir auch noch. Das Problem kriegen wir auch noch gelöst. Kein Problem. Ah, wieder mit kleinen Chili. Ja, ist halt immer so. Ich finde das, oder wir finden es halt immer ganz geil, wenn es ein bisschen pikanter ist. Ich schneide die mir jetzt mal eben in wirklich kleine Stücke. Also mein Standard, wem das zu scharf ist mit einer ganzen, da kann die erste Stufe wäre die Kerne rauszunehmen, also das Kerngehäuse rauszunehmen, einmal in der Mitte aufschneiden, mit dem Löffel durchgehen, dann ist das draußen oder vielleicht auch nur eine halbe zu machen. Auf jeden Fall Voraussetzung für das Ganze ist, man macht das Ganze wirklich klein, weil so Chili in großen Lappen da drin, nicht Schlimmeres als das, weil dann diese großen Teile hier, die brennen sich richtig schön durch die Zunge durch. Das mag keiner haben und wenn man Gäste hat, dann will man das erst recht nicht, weil das ist nicht schön. Also ich mache das jetzt mal ganz klein. Genau, ich schmeiße als erstes den Chili da in den Teig, weil ich ihn jetzt auch gerade hier auf dem Messer habe. Dann kommt jetzt unser ganzes Gemüse damit zu. Ich rühre das hier schon mal schnell unter. So. Ja, genau. Ich finde, das ist genau das Richtige, was man so braucht. Jetzt heiße Temperaturen gerade draußen, dann ist das doch toll, wenn man dann etwas hat mit ein bisschen Biss und Knack und auch noch richtig lecker schmeckt. So, jetzt haben wir unseren Teig hier soweit fertig. Jetzt kommt der Moment, wo man
seine Backform, seine kleine Kastenform vorbereiten muss. Wenn ihr eine normale Kastenform habt, dann müsst ihr da halt jetzt so ein bisschen fetten, damit euch das nicht anklebt. Ich baue meine Kastenform einfach nur zusammen. Und dann kann ich die gleich verwenden. Ich mache euch natürlich wie immer unten den Link rein. Und dann könnt ihr euch diese Kastenform halt auch mal ansehen. Ich finde die sehr schön. Ich nehme jetzt mal einen großen Löffel und tue da einfach mein Teig mit meinem Gemüse in die Kastenform hinein. Ich fülle das da jetzt einfach mal ein. Das ist gerade ein bisschen blöde zu filmen, weil ihr das natürlich auch sehen wollt und nicht einfach nur die Schüssel sehen wollt. Ich habe jetzt hier so eine halbe Packung Feta-Käse. Den brösel ich da jetzt oben einfach oben drauf. Hätte man vielleicht auch damit reintun können. Werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Also hier kann man ganz viel dran rum experimentieren. Man sollte auch, weil er geht jetzt gleich für eine Stunde in den Backofen. Vielleicht sollte man sich auch überlegen, ob man dahinter ja gleich, damit der Käse nur verläuft und nicht verbrennt, dass man dann da ein bisschen Backpapier oben drüber legt. So, das war's schon. Ich tue jetzt mein Gemüse-Feta-Käse-Auflauf, der Low Carb ist, in den Backofen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen gebt, uns abonniert, vielleicht einen Kommentar schreibt, Glöckchen anmachen, wäre echt genial und würde uns auch echt weiterbringen. Verdiene ich vielleicht so viel Geld, dass ich mir ja auch ein Licht kaufen kann für meinen Backofen. Wäre ja auch toll. So, und jetzt sehen wir uns in vielleicht 55 Minuten wieder. Bis gleich, ciao. So, ihr Lieben, sind jetzt etwas über 45 Minuten um. Mir juckt die Nase, ich kriege noch einen drauf heute. Ich kann jetzt den da rausnehmen. Oh, Alter. Das zischt. Warte mal. Das zischt. Ja, sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Oben schön der Käse drauf, nichts verbrannt. Alles halt so, wie wir das haben wollen. So. Und das, nein. Das Geile ist ja in dieser Form, man kann die halt so aufmachen. Und dann ist er da. Sieht das nicht geil aus? Ich finde, der sieht richtig super aus. Das ist gut. Ja, Hände sind weg. Hier kann man auch was sehen. Ich nehme jetzt ein Messer und schneide den auf. Also ich piekse hier mal jetzt rein und schneide das hier mal auf. Kaputt zu machen, ne? Ja, sowieso. Wahnsinn. Ich kann das jetzt nicht probieren. Wenn ich das jetzt probiere, kann ich jetzt keinen ausfallen. Okay. Das ist so mega heiß noch, aber hier ist es schön fluffig vom Ei und so. Das sieht richtig gut aus. Ja, echt super. Warte mal, ich kann das hier auch noch mal drehen, dann kann man das auch noch mal sehen. Bin begeistert. Also um es noch mal zu sagen, ihr findet eine Einkaufsliste mit dem kompletten Rezept unten in der Infobox, so dass ihr euch das runterladen könnt. Mit dem Gemüse könnt ihr natürlich hin und her variieren, wie ihr es am liebsten mögt und wie ihr es gerne haben möchtet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auch mal eben kurz noch ein bisschen Zwiebel und Knobi in die Pfanne schmeißen kann. Darf natürlich das Fett nicht mitnehmen, womit man das angeröstet hat. Das muss halt in der Pfanne bleiben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, das dann noch mal mit rein zu tun. Werden wir das nächste Mal ausprobieren. Also ich glaube, das war es dann für heute. Schon wieder die Zeit vorbei. Wie schade. Bringt immer wieder Spaß für euch, irgendetwas zu kochen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würden wir uns über einen Daumen freuen. Der bringt uns halt im Algorithmus weiter. Wenn ihr noch nicht Abonnenten seid, abonniert uns bitte, würde uns auch freuen. Es kommt noch ganz viel Content. Wir haben jetzt angefangen mit dem Smoker ganz viel zu machen. Wir werden noch ganz viel draußen kochen.
Ich bin gerade dabei, in meinem Kopf mir schon mal meine Outdoor-Küche auszudenken. Ich werde das umsetzen innerhalb des nächsten Monats. Werden wir so eine kleine Outdoor-Küche haben, wo wir draußen im Freien, im Grünen schön kochen werden. Ich werde meinen Holzkohlengrill in Grömitz benutzen. Ich werde meinen Smoker weiter benutzen. Jetzt fürs Wochenende haben wir uns einen Tomahawk-Steak besorgt, den Kilo schwer. Da habe ich das Rezept schon für den Kopf, wie wir das machen wollen. Das wird noch ganz genial. Dann habe ich einen American Chicken gemacht. Jetzt will ich aber nochmal, werde ich wahrscheinlich dieses Chicken nochmal machen, weil es war so unfassbar lecker. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe da den Schenkel so abgebrochen und habe da so reingebissen. Mir ist der Saft von dem Fleisch so am Mund runtergelaufen, als hätte ich in eine frische Nektarine gebissen. Wahnsinn, habe ich vorher noch nie so in der Art gehabt. Wir werden das mit einem etwas anderen Style von den Gewürzen wahrscheinlich normal machen. Ich werde mir noch geniale Beilagen ausdenken, die ich euch auch noch zeigen will. Ich will euch gar nicht voll quatschen. Die nächsten Videos kommen ganz bestimmt. Es sagen Tschüss für heute. Und der Frank von foodbloghamburg.de. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn der Frank kocht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Schubi du, schubi du, ist fast leer. Ja, fast leer. Wo ist Salz? Wo ist Salz? Wo ist Salz? Wo ist Salz?